Schlemmakte wie nur ein Taco. Und Schülerne Reimarat hat mir das beigebracht, oder der Sänger von Schülerne Reimarat, Gurdjieff Nareimer. Und das ist sehr schön, weil Srila Bhaktivinoda Thakur da beschreibt sein Bhajan. Und Gurdjieff hat mir öfter auch immer wieder diesen Kirtan erklärt. Und es geht darum, wirklich diesen Tag herbeizusehnen, wo man die Schönheit von Vrindavan kennenlernen darf. Und dass man aus diesem materiellen Körper hinauswächst, sozusagen, in diese Schönheit von seiner spirituellen Form. Und dieses Dekete, Dekete, das ist so ein Hinweis darauf, was Gurudev immer so nennt, wait and watch. Also warten, abwarten und hinspüren, würden wir vielleicht auch sagen, oder hinschauen. Wait and watch. Und dann kann man eines Tages, wenn der Moment gekommen ist, davon einen Einblick erhaschen. Das wird im ersten Zeile erwähnt. Und in der zweiten Zeile wird beschrieben, wie man dann eine Art Geburt nimmt. Und Gurudev hat oft darüber geredet, dass diese Geburt, die findet auch eben im Inneren statt. Die ist nicht nur im Äußeren, sondern im Inneren. Dass man wirklich die Veranlagung einer Gopi bekommt. Durch Mercy und durch den starken Wunsch, in diese Schönheit von Vrindavan hineinzuwachsen. Und im dritten Vers eben geht es um diese Gnade von Radhika, die dafür notwendig ist, das wahre Selbst zu entdecken. Und diese Gnade von Radhika ist, wie Sri Guru auch heute Morgen Gurudev gesagt hat, ja, seine Manjaris, die er hier in diese Welt schickt. Die sie in diese Welt schickt. Und die uns dann Augen öffnen und immer wieder hinweisen, was ist mein spezieller Name? Was habe ich für Kleider und die meine Seele schmücken, Seelenkleider. Und wann werde ich in Geheimnisse eingeweiht, die mich wirklich dann die Liebe vor Radha und Krishna dienen lassen. Das ist also ein ganz, ganz tolles Lied, um in diese Meditation praktisch einzutauchen und auch gleichzeitig einfliehen. Und dann beschreibt er im vierten Vers, das ist ja seine Poesie quasi, dass er dann auf einmal auf dem Weg zur Yamuna sich selber sieht, wie er Wasser schöpft, also wie er praktisch seine spirituelle Form als kleine Dienerin von Srimati Radhika wahrnimmt und wie er dann den Austausch des jungen Paares versteht. Also sind viele Hinweise hier drin, dass dieser Austausch zwischen Radha und Krishna einem offenbart wird, wenn man seine eigene spirituelle Form bekommt. Und dann wird man überwältigt von Prema und man wird Radharanis Ruhm wie eine Verrückte besingen. Also das ist ja auch, was wir jetzt schon machen können. Und du kannst dann ruhig danach einfach noch Radhuni weiter in das. Okay, gut. Also ein ganz, ganz tolles Lied, wo es wirklich um das Erflehen dieser Einweihung in die innere Geburt von dieser Seelenform geht. Thank you.
oder auch zusammen singen, wenn ihr wollt. Den zwei, also der singt das Vers für Vers. Just sing out your heart,
dem Tag, an dem ich diesen stumpfen materiellen Körper vergesse, werde ich Brajas einzigartige Schönheit erleben. Ewig bewusst und voll transzendentalen Glücks. Ich werde im Maharaj Prishabhanus stattgeboren werden und im naheliegenden Yavat heiraten. Meine ganze Veranlagung wird die einer Gopi sein. Wann werde ich mit Sri Radhas Barmherzigkeit mein wahres Selbst entdecken? Meinen spirituellen Namen, mein Aussehen und die Kleidung, die meine Seele schmückt? Und wann werde ich in diese Geheimnisse eingeweiht werden, meiner Liebe für Sri Radha Mohan Ausdruck zu verleihen? Auf dem Weg, Wasser von der Yamuna zu schöpfen, werde ich den vertraulichen Lebensaustausch des jungen Paares verstehen. Überwältigt von Prema werde ich Sri Radhikas Ruhm wie eine Verrückte besingen. Schön, ne? Das Lied. So schön, ne? Ja, Gurudev hat viele Dinge dazu gesagt. Und was mir daran noch erinnert, was er immer wieder auch wiederholt, ist, dass es eben diese verschiedenen Geburten gibt in unserem Leben. Einmal die Geburt, die wir von der Mutter bekommen, und dann die Geburt, die wir von unserem einweihenden spirituellen Meister bekommen. Und dann die dritte Geburt. Die dritte Geburt ist dann, wenn wir wirklich auch eben diese Geburt, von der Shila Bhakti Vinod Thakur hier spricht, wenn man diese Geburt geschenkt bekommt, das ist natürlich auch ein Geschenk, weil bis wir da sind, ist eben immer wieder der Anfang hier, Dekete, Dekete. Und Gurudev sagt immer so oft darüber, wait and watch, ne? Abwarten und hinspüren oder schauen. Innerlich immer wieder unsere Ausrichtung und unsere Hausaufgaben und Ausrichtung ist wichtig, dass wir Gemeinschaft haben, in der wir darüber meditieren, darüber sprechen. Weil oft ist es so, auch im Alltagsleben, dass es einfach etwas ist, wo man nicht drüber Austausch hat. Ganz selten spricht man offen, oder ich merke das auch in der Partnerschaft selbst, wenn man Gleichgesinnte hat und auch gleiche Gottgeschwister um sich herum, ist auch immer wieder die Gefahr auch, dass man ablenkt so von diesem ewigen Bewusstsein, wer ich wirklich bin. Und deswegen, ja, ist das auch ein innerer Prozess, die Nähe, der mit sich selber finden darf. Man kann ja auch nicht sagen, ja, weil du nie mir sagst, dass ich doch eigentlich eine Manjari bin, kann ich nicht darüber meditieren. Also man kann nicht von außen abhängig machen, wie die anderen sind. Und das bringt uns Gurudev auch immer bei, dass wir da auch ganz individuell in unserer inneren Ausrichtung bleiben und dass wir uns immer wieder bewusst sind, dass alles, was passiert, auch so eine Hilfestellung ist. Ne? Kundalata hat sich das jetzt auch auf ihre Flagge gelegt, 24-7, ne? Immer im Bhajan Kriya, schreibt sie ja bei jedem Gruß jetzt, ne? Ne? Weil das auch ihre Ausrichtung ist, ne? Immer sich daran zu erinnern, wer bin ich, was mache ich hier und warum sind die Dinge, wie sie sind, und dass ich das immer wieder annehme, das ist eigentlich eine Übung, die Gurudev uns vorlebt. Dass er bei allen Umständen nicht sagt, oh Gott, jetzt auch noch das, ne? Sondern dass er immer wieder sagt, danke Radharani, dass du mir diese Hilfestellung gibst, dass ich da so lernen darf, dass ich deine ewige Dienerin bin und dass ich da immer wieder Zuflucht finde und immer das Positive sehe. Und nicht das Negative, sondern eben das Positive, dass ich da in deinem Dienst bin. Und das finde ich mit das Schwierigste auch, dieses Dienstbewusstsein immer wieder sozusagen aufrechtzuerhalten im ganzen Leben. Und das ist ja nicht etwas Einmaliges, sondern das ist etwas Sekündliches im Grunde. Ne? Aber natürlich während des Tages geht das immer wieder verloren oder so, und dann immer wieder versuche ich immer wieder da drin irgendwie so zu landen. Und dann ist es eben hilfreich, wenn wir so Gelegenheiten haben, jetzt wie dieses Treffen, dass wir uns da immer wieder so hinaus ausrichten und dass wir uns daran erinnern und dass wir auch von Gurudev diese Schwingung bekommen, Raga Bhakti, na, bleib nicht eben nur im Gottesbewusstsein hängen, na, Krishna ist Gott und ich bin ewiger Diener. Das ist natürlich wahr und es bleibt auch immer wahr. Aber eben die Stimmung, die wir bekommen von unserem Lehrer in diesem
ganzen Prozess der Bewusstwerdung, die gilt es zu verstärken. Immer diese Stimme. Und natürlich gibt es viele Gottgeweihte, die sagen, man soll gar nicht darüber sprechen, weil das wäre ja noch viel zu weit vorgegriffen. Aber selbst mein Srila Gurudev Narayan Maharaj hat immer gesagt, wenn du einmal diese Stimmung von deinem Gurudev bekommen hast, wer du bist, dann ist es das, was wir verstärken. Immer in dieser Stimmung alles sehen, immer wieder in dieser Stimmung. Und das ist eigentlich nichts Äußeres, sondern es geschieht nur im Inneren. Das ist ein individueller Prozess. Ja, selbst wenn mein Gegenüber nicht in dieser Stimmung ist, ich möchte für mich in dieser Stimmung bleiben. Und das ist natürlich echt ein Härtegrad. Ne?